So, wir begrüßen Philipp Reinhardt hier bei Fahrtleck in Rostock. Deutscher Meister über 2 Hindernis, Deutscher Meister über 3000 Meter und Fünfter in Rieti. Vierter in Rieti über die Hindernisse. Perfektes Jahr? Ja, ich denke schon. Also, dass die Saison jetzt nochmal einen sehr guten Abschluss hatte. Zwischendurch habe ich ein bisschen geschwächelt. Da hatte ich Probleme ein bisschen mit dem Fuß. Und bin jetzt aber nochmal, konnte mich nochmal gut stabilisieren und in Rieti auf jeden Fall gute Leistungen abliefern. Mit dem vierten Platz bin ich auch sehr zufrieden mit und musste mich jetzt nochmal in der Woche neu fokussieren auf die deutschen Meisterschaften. Und dass es jetzt so ausgeht, damit hätte ich persönlich nicht gerechnet und bin daher wirklich sehr zufrieden mit dem Abschluss der Saison. Wie fest waren die Beine nach den beiden Läufen in Rieti plus den Hindernislauf 4 für heute? Na, in Rieti war es ja nur ein Lauf aufgrund der wenigen Teilnehmer. Das war vielleicht auch so ein bisschen mein Glück. Dadurch konnte man sich noch ein bisschen schonen für das Finale und dann da wirklich alles geben. Nach Rieti habe ich dann die Woche recht locker verbracht, ein paar Dauerläufe, um die Beine halt auch wieder locker zu kriegen. Und gestern das 2000 Meter Hindernisrennen konnte ich daher auch mit lockeren Beinen starten. Danach hatte ich dann ein bisschen ein Problem halt mit dem Rücken, die Hindernisse, es staucht ja schon immer wieder mal. War jetzt beim Physiotherapeuten und konnte mich jetzt bis zum 3000 Meter Lauf nochmal gut wieder erholen und bin da auch jetzt nochmal wirklich mit vielen Kräften gestartet. Bist du auch zufrieden gewesen mit der 8,55 Bestzeit in Rieti? Ja, auf jeden Fall. Also Ziel war ja erstmal, wenn es ein Vorlauf gewesen wäre, ins Finale zu kommen. Und so war die Zielsetzung auf jeden Fall die Nominierungsplatzierung, also den sechsten Platz zu sichern. Und klar, mit dem vierten Platz und natürlich auch unter 9 Minuten bin ich sehr zufrieden auf jeden Fall. Wie schwer ist der Sprung zwischen 2 Hindernis und 3 Hindernis? Ja, also im Vorfeld habe ich mich mit vielen Leuten darüber unterhalten und alle meinten, das ist eine komplett andere Strecke und das kann ich auch eigentlich nur bestätigen. Es ist wirklich nochmal der letzte Kilometer, 3 Wassercremen, das macht die Strecke wirklich hart und bin wirklich sehr zufrieden, dass ich diese Kombination oder diesen Sprung dieses Jahr geschafft habe. Jetzt hast du heute gewonnen über die 3000 Meter in einem Endspurt. Wie stark hast du an deinem Kick gearbeitet? Na, an meinem Kick habe ich kaum gearbeitet. Ich kann mich halt hinten immer noch mal ganz gut fokussieren auf die letzten 200. Und ich denke, wenn man da vom Kopf her klar ist, lässt sich da noch mal viel im Rennen entscheiden. Und das ist wichtig, ja. Wie schwer war es heute mit der Hitze, auch gestern noch? Na, also ich habe eigentlich nicht so die Probleme beim Wettkampf mit der Hitze. Vor 2 Jahren bin ich schon mal eine 3000 Meter gelaufen, auch gegen Sebastian Hendel. Bei den Süddeutschen Meisterschaften, da waren auch 30 Grad. Und das Rennen hatte ich damals auch auf der Zielgeraden gewonnen. Und ja, das hatte ich auch noch so ein bisschen im Hintergrund oder im Hinterkopf. Und ja, somit fiel mir das schon leicht, sage ich mal. Aber die Hitze, die schlaucht natürlich auf jeden Fall. Als ich Sebastian Hendel gefragt habe wegen deinem Kick, hat er mir genau das gleiche Rennen bei den Süddeutschen auch, also er weiß es auch noch. Kommt jetzt noch was in der Saison? Na, ich werde jetzt erstmal auf jeden Fall Ruhe machen und werde mich dann im Herbst auf die Cross-Saison konzentrieren, um dann auch wieder, also so hoffe ich, bei der EM am Start zu stehen. Dann wünsche ich dir ganz viel Glück. Alles klar, danke schön. Danke. Danke, Großer.